heute zu meinem Talk Internet Exchanges and why we need them. Die Slides sind in Englisch, der Talk ist auf Deutsch. Ich denke, das passt für alle. Erstmal kurz ein bisschen Fragen in die Runde. Wer hier weiß, was BGP ist? Bitte mal die Hand heben. Ah, doch einige. Wer weiß, wie es funktioniert? Bisschen weniger. Wer hat wirklich ein Netz mit BGP am Laufen? Noch ein bisschen weniger. Wer hier hat eigentlich ein IXP am Laufen? Oh, cool, wir müssen reden. Ja, ist ein bisschen trotz allem auch Grundlagen. Also manches, das ihr schon gehört habt, manches, das neu ist. IPv4 kennen wir alle. Ich nenne es mittlerweile eher IP Legacy, weil es sollte jetzt wirklich langsam Legacy sein und sterben. Wer IPv4, nein danke, Sticker will, ich habe noch einen Haufen. IPv4, deployed 1983, schon lange im Einsatz. Trotzdem heute, bei mir ist es noch ungefähr 40% vom Traffic, bei den meisten Providern weltweit gesehen ist es 100%. Ja. Die lustige Sache ist, wir haben ja Teilnehmer am Kongress, die jünger sind als IPv6 als Protokoll. Also wir haben das erreicht, dass wir Leute haben, die BGP laufen und die sind jünger als IPv6. Ja, kann passieren. BGP, für die, die es nicht wissen, ist das grundlegende Protokoll, womit das Routing im Internet funktioniert, also womit angekündigt wird, hey, ich bin Provider 830, bei mir findest du folgende Routen. Das ist ja alles auf Vertrauen basiert, das Internet ist da ziemlich offen. Etwas zum Thema Peering. Ein Transit-Provider und diese Tierklassen. Dazu gibt es je nach Lehrbuch, je nach Interpretation verschiedene Definitionen. Von meiner Seite habe ich eigentlich eine einfache Definition. Ein Tier 1. Tier 1 Provider sind die allergrößten. Tier 1 Provider sind die, die niemand anderem Geld dafür geben, dass sie IP-Pakete irgendwo hinbringen. Abgesehen jetzt vielleicht von Leitungen im Boden, aber die nicht für Transit zahlen. Tier 1 Provider sind Firmen wie CenturyLink, früher auch mal bekannt als Level 3. Entity gibt es diverse, kann man nachlesen. Tier 2, meine Definition eines Tier 2 Providers, die zahlen irgendwelchen Providern, sei das andere Tier 2 Providern oder sei das Tier 1 Providern, zahlen sie Geld dafür, dass sie ins Internet kommen. Die haben also nicht mit allen Peerings. Und ein Tier-2-Provider hat normalerweise noch Kunden, die selber davon Datenverkehr beziehen. Also wenn man ein Provider ist, der ein bisschen Geld nach oben zahlt, bekommt man dafür von unten auch wieder Geld. Internet ist kommerziell, Internet funktioniert so. Tier-3, das sind einfach Provider, die nur Bandbreite konsumieren und vielleicht über 2, 3, 4, 5 Provider online sind. Ich selber arbeite gemäß der Definition beim Tier 2 Provider, die allermeisten sind eigentlich auf der Stufe. Worum geht es in diesem Talk? Wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, wer hier erinnert sich noch an Dial-Up-Zeiten? So wenig, weniger als BGP kennen. Wow. Damals, so 2000, 2001, hatte ich meinen DSL bei einem Provider Init7. Das Spannende war, wenn man dann sich zu einem anderen Provider, selbst innerhalb der Schweiz, verbinden wollte, war es teilweise so langsam, dass man tatsächlich gemerkt hat, hey, das läuft über die USA. Provider haben nicht gepeert. Die haben nicht miteinander gearbeitet, nicht zusammengearbeitet, sondern man ging immer über große Amerikaner, die den Datenverkehr nach New York gearbeitet hat. Ich sitze in Frauenfeld in einer kleinen Stadt, ich schicke etwas nach Zürich, es geht über New York. Ist das gut? Ich finde nicht, weil Latenz, was ist Latenz? Latenz ist die Verzögerung zwischen Antworten auf eine Anfrage von mir. Ist das gut, dass es lange geht? Eigentlich nicht. Ich will doch möglichst schnell in meinem Online-Spiel, dass mein Klick ankommt, dass ich gewinne. Latenz ist da schlecht. Ping, jeder kennt es. Wollen wir wirklich alle unsere Daten in die USA schicken oder in ein anderes Land? Ich denke nicht. Wir wollen doch keine Leute, die uns zuhören. Zensur.
schicke ich meine Daten immer über einen unbeteiligten Dritten, der von mir noch Geld bekommt. Hey, ich habe einen Upstream-Provider in den Niederlanden, der von einem niederländischen Gericht dazu verdonnert wurde, Pirate Bay zu sperren. Der zensiert die IP-Adresse von Pirate Bay. Ich kann denen jeden Monat $5 abziehen von der Rechnung, weil sie mir nicht das ganze Internet liefern. Es ist gesperrt, das ist Zensur. Kapazität. Ich schicke das immer über einen übergeordneten Provider. Ja, wenn ich jetzt aber zu meinem Nachbar im Rack neben mir einfach ein Kabel rüberlegen kann, dann habe ich doch viel mehr Kapazität. Und dieses Kabel, was kostet ein Netzwerkkabel? Das kostet nicht jeden Monat, das kostet viel günstiger. Aber wenn ich jetzt zu meinem Nachbarn Kabel hinlegen muss und zum nächsten Nachbarn Kabel, irgendwann habe ich einen riesen Spaghetti-Salat, da kommen die Kosten rein, da kann es praktischer sein, einen Switch reinzulegen. Also man nimmt sich einen Switch, jeder verbindet sich auf diesen zentralen Switch, spart Kabel. Das ist die Definition eines Internet-Exchanges im Einfachen. Vielleicht noch ein bisschen zum Thema Zensur und Spionage. Wie funktioniert eigentlich BGP? Wie kann sich BGP den Nachbar suchen? Wenn ich eine Route habe zu meinen Nachbarn, dann kann es ja sein, dass ich zum Beispiel von 2, 3, 4, 5, 6 Providern diese Routen bekomme, weil ich will Redundanz, ich will Lastverteilung, ich will mit möglichst vielen Leuten peeren. Das heißt, selbst in meinem Netzwerk zum Google DNS 8888, nehmen wir das als Beispiel, habe ich 8 Pfade. Welcher von diesen 8 Pfaden wird verwendet? Ich kann sagen, Upstream 1, sei das irgendein Provider, hat das höhere Gewicht. Vielleicht habe ich von diesem Upstream 2 Leitungen, eine aktiv, eine für Backup. Also das erste ist das Gewicht. Das ist etwas, das ich auf meinen Routern definiere. Local Pref ist ein ähnlicher Faktor. Ich kann sagen, hey, wenn diese Route in meiner Routing Table ist, dann wird diese so präferiert. Network oder Aggregate, das wird von oben nach unten durchgearbeitet. Ist das eine aggregierte Route, zusammengefasst oder nicht? Pfadlänge, sehr spannend. BGP funktioniert irgendwann, wenn die Pfade verschieden lang sind und ich habe die gleiche Präferenz, dann nimmt er sich den kürzesten Pfad. Pfadlänge definiert über AS. AS sind autonome Systeme. Jeder Provider, der im Internet teilnimmt, hat solch eine Nummer. Wenn ich von mir zu Google gehen will, kann ich sagen, okay, von mir geht das über Init7 zu Google oder es geht von mir über Init7 über Telia zu Google. Da gibt es hunderte von diesen Pfaden. Ich brauche nur einen. Und zwar jeweils den mit der kürzesten Pfadlänge, sofern ich nicht einen anderen Pfad höher bewerte über Local Pref. Damit kann ich zum Beispiel sagen, ich will den Traffic lieber in der Schweiz abwerfen oder ich gebe die Pakete raus in den Niederlanden. Jetzt, diese Pfadlänge. Wer erinnert sich an den YouTube-Ausfall vor etwa 10 Jahren? War YouTube für viele Stunden down? Was war der Fehler? Erinnert sich noch jemand, was das war? Es war nicht der Iran, es war Pakistan Telekom. Die Regulierungsbehörde von Pakistan hat gesagt, liebe Provider, ich müsste jetzt sofort YouTube sperren und irgendein Netzwerkadmin bei YouTube hat so ein bisschen misskonfiguriert und hat nicht nur eingegeben, dass diese Routen gesperrt sind und hat noch darüber gesagt, oh, ich habe diese Routen in meiner Routing-Table, weil wenn du eine Route ins Nichts setzt, ist deine Route auch in der Routing-Table. Tja, und weil diese dann präferiert war, weil sie kürzer war, ja, wer ist nicht betroffen von solch einem Leak? Wenn das Netz das gleiche ist, aber der Pfad viel länger, mein Pfad nach Pakistan ist viel länger, als wenn ich über einen Internet-Exchange gehe. Das heißt, wenn die Routen die gleichen sind, nehme ich immer die kürzere Route. Wenn man also peert an einem Internet-Exchange-Knoten ist, ist man automatisch rein, dass die Pfade kürzer werden, weniger angreifbar für diese versehentlichen oder gezielten, man weiß es nie, Angriffe. Wofür würde man heute solch einen Hijack machen? Eines der Szenarien, das ich ganz klar sehe, wäre Let's Encrypt, ich hole mir ein Zertifikat und weg damit.
Aber dafür muss ich ja erst diese Challenge hijacken, dafür muss ich erst den Verkehr hijacken. Fällt vielleicht auf, aber es ist ein Szenario. So, womit finden wir jetzt Provider, denen es ein bisschen darauf ankommt, dass man gute Internetverbindungen hat? PeeringDB. PeeringDB.com ist eine gute Webseite, da könnt ihr hingehen, euren Provider mal anschauen. Auf PeeringDB seht ihr, was ein Provider für Policies hat. Auf BGP.hi.net ist eine Webseite von Hurricane Electric, seht ihr zum Beispiel nach Land klassifiziert, welche Provider haben wir, wie viele Peerings. Es gibt auch diverse Sachen in der Community, die größte Community ist definitiv Ripe. Fangen wir mal beim einfachsten Tool an, BGP.hi.net. Das hier ist eine Tabelle aus Österreich. Wir sehen hier, A1 hat relativ viele Peerings und nachher kommt ziemlich bald mal Stadtwerke Feldkirch. Wer ist hier jemand aus Feldkirch zufälligerweise oder aus der Gegend? Yay! Die Stadtwerke Feldkirch, dachte ich mal, schaue ich mir mal genau an. Vielleicht will ich Internet von denen. Die Feldkircher sind am DE6, größter Internetknoten. Die sind am NLIX, Neutral Internet Exchange, ist in der Niederlande, aber nicht nur in den Niederlanden. Rheintal-IX, da gibt es einen Internet-Exchange fürs Rheintal. Sieht mir nach Community aus. Swiss-IX ist eigentlich ein Verein, aber sehr kommerziell. Den Tirol-IX, ich wusste nicht mal, dass es einen Internet-Exchange im Tirol gibt. Also aus meiner Sicht, wenn ich jetzt hingehen will, ich bin aus der Community, ich bin vielleicht ein bisschen interessiert, so etwas, denke ich, ist ein Provider, der schon ein bisschen sich um Community kümmert und auch mit den anderen zusammenarbeitet. An große Telco geht sicher nicht, an kleine AIX. Ist unwahrscheinlich. Es passiert, dann sind sie brauchbar. Aber eine Swisscom bei uns findest du nicht am Rheintal-AIX. Schauen wir ein bisschen weiter an. PeeringDB. Das ist der Link für die Stadtwerke Feldkirch. Was ist eine Peering Policy? Provider, die miteinander sich zusammenschalten, haben normalerweise irgendwelche Standardverträge. Hey, ich verbinde mich mit dir kostenfrei, wenn sich das Ganze irgendwo unter einem Verhältnis ist. Nicht, dass nur der eine von diesem Peering profitiert. Man kann auch sagen, hey, es ist mir egal, ich will möglichst guten Service von unseren Kunden, ich will möglichst redundant sein, ich peer mit jedem, der nicht bei 3 auf einem Baum ist. Das ist Peering Policy Open. Also man sieht, die Stadtwerke Feldkirch, die haben weder das, hey, du musst mindestens 100 Gigabit Traffic zu uns haben, nee. Du bist ein Provider, lass uns verbinden. Schauen wir mal einen anderen Österreichern an. A1. Peering Policy Selective. Wir machen uns Gedanken. Ja, vielleicht peeren wir mit dir, vielleicht oder auch nicht. Selective ist schon eher etwas, ja, die sind so ein bisschen reserviert. Will man als interessierter Kunde sich so einen Provider wählen? Es geht noch schlimmer. Restrictive. Na, wir wollen ja eigentlich nicht peeren. Frage an den Raum. Wer ist das? Was denkt ihr? Deutsche Telekom. Wieso wusste ich, dass jeder draufkommt? Ja, die Deutsche Telekom will nicht nur, dass der Kunde fürs DSL zahlt, sondern dass die Server haben, auch nochmals zahlen. Das ist, nennt sich Double Paid Peering. Das ist etwas in der ganzen Szene, das doch nicht nur gerne gesehen wird. Naja, die Telekom will halt doppelt Geld. Will ich einen Provider, der Peering Policy Restrictive hat? Kann ja sein, dass mein Netflix dann buffert. Wird die Telekom was machen? Natürlich, die geht hin. Hallo Netflix, zahlt mal. Ah ja, deine Kunden zahlen fürs DSL auch, aber ihr müsst nochmals zahlen. Double Pay Peering. Gab bei uns in der Schweiz Riesenknatsch. Die Swisscom und die Liberty Global haben da verloren. Das war das erste Mal, dass wirklich die Großen verloren haben. Normalerweise zahlen die Content Provider doppelt. Nächstes Tool, Ripe Atlas.
Ripe Atlas ist ein Tool, das ich euch echt empfehlen kann, nicht nur um euren Provider auszusuchen, aber auch um Fehler zu suchen. Wer hier kann Traceroute benutzen? Die meisten. Was zeigt euch Traceroute nicht? Naja, ihr seht den Pfad von euch raus, aber ihr seht den Pfad nie auf der Rückreise. Ihr wisst nicht, ob das wirklich auf dem gleichen Pfad zurückgeht. Das ist absolut nicht gegeben. Das Internet ist absolut asymmetrisch. Das einzige Tool, das groß verbreitet ist, wo das geht, ist Ripe Atlas. Ihr braucht einen Account, der Account ist kostenfrei, ihr habt genug Credits normalerweise, die kostenfrei sind. Und damit könnt ihr sowohl in- und ausgehend Traceroutes machen. Ihr könnt das auch von Fremdziel zu Fremdziel. Sucht ihr Probleme? Habt ihr einen Kunden in Brasilien, der immer sagt, es geht schlecht, um auf eure Server zu verbinden? Nutzt Ripe Atlas. Lässt mal beide Ziele überprüfen. Holt euch Traceroutes von diesem ganzen Provider, wo der Kunde ist. Sachen, auf die ihr normalerweise nicht Zugriff habt. Ihr könnt zusätzliche Credits bekommen, weil das Ding braucht für diese Messungen so eine Art interne Währung. Kontaktiert mich, wir haben noch Probes, damit kriegt ihr automatisch mehr Credits. Geht darum, dass nicht die Leute das Tool komplett übernutzen und das dann sofort überlastet ist. Ripe Atlas, vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen. Ich habe da mal einen Test gemacht vor langem. Und zwar muss ich da mal ein Problem gehabt haben, dass irgendjemand aus Kanada sich beschwert hat, dass es zu mir schlecht aussieht. Jetzt, ich sitze nicht in Kanada, ich kann nicht aus Kanada einen Traceroute machen, aber ich kann Ripe Atlas nutzen. Ihr seht, da hatte ich mal ein paar Probes, die sind mittlerweile ausgesteckt worden, aber ich kann da sehen, okay, von AS577, das, welcher Provider das auch immer ist, in Kanada, zu mir dauert es 113 Millisekunden. Das Gleiche könnt ihr auch nutzen, um zum Beispiel zu schauen, hey, welcher Provider hat zu unserem Büro die beste Verbindung? Wollt ihr Homeoffice machen? Dann sucht einen Provider, der zu dem Provider im Büro eine anständige Verbindung hat und das vielleicht nicht unbedingt ins Ausland schickt dazwischen. Das ist in kurz ein bisschen ein Tool, das ihr recht gut verwenden könnt dafür. Dazu auch wiederum, schaut es euch an, kontaktiert mich für Ripe Atlas, zeige ich euch gerne nach Werkzeug. So sieht dann eine Traceroute aus, wo ihr von außen reingehen könnt. Die Route hier kann man gut sehen. Bei mir geht es rein Bell Canada, Cogent, Tier 1 Provider, eher Budget. Und zu mir rein. Wenn ich das Traceroute von mir starte, geht es völlig woanders durch. Dann anderes Tool, auch von Ripe, was da diese Daten, wenn man die automatisiert sammelt, noch besser verarbeiten kann, ist dieses IXP Country JEDI. Auch da wiederum, die Slides sind da später online. Für mich etwas, das ich gar nicht mag, ist, ich habe Provider, die peeren, zum Beispiel am Vienna Internet Exchange. Aber aus irgendwelchen Gründen geht der Verkehr durchs Ausland. Wieso soll ein Provider, der in Österreich ist, zu einem anderen österreichischen Provider das Zeug übers Ausland schicken? Wenn man sich die ganzen Snowden Leaks anschaut, mit den Snowden Leaks ging es ja darum, hey, Traffic wird abgehört, zum Beispiel im Ausland. Wenn jemand Internet-Content hat bei Konova, aber zu Hause A1 hat, kann ich euch garantieren, die Datenpakete verlassen Österreich. Wollt ihr das? Oder wenn jemand bei Sony in Österreich arbeitet, die haben recht schlechte Peerings, da ist egal was, ziemlich schlecht von A1 oder vom mobilen Netz. Auch ein cooles Tool auf dieser Seite ist das sogenannte RTT Mesh, das heißt Roundtrip Time. Was ist eigentlich eine Pingzeit? Wer weiß, was ist die Pingzeit, die hier zurückkommt in Millisekunden? Wer weiß das hier? Was sagt das aus? Genau, es ist von mir hin und wieder zurück. Also ich habe nicht
50 Millisekunden Verzögerung zum Ziel, sondern der ganze Roundtrip ist 50 Millisekunden als Beispiel. Das heißt, ein Telefongespräch ist vielleicht 25 Millisekunden, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger verzögert. Es kann ja wieder asymmetrisch geroutet sein, wissen wir nicht. Auch da wieder auf der nächsten Karte kann man es kaum sehen, diese Matrix ist relativ groß. Hutchinson, ich glaube, das ist hier bekannt als 3 in Österreich. Zu Kabel Plus ist irgendein Kabelanbieter in Österreich. Ganz schlechte Verbindung. Das sind diese roten Punkte. Für jedes Land hat die RIPE solch eine Matrix. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, ich habe meine Server bei Provider 1, zu welchem Provider sollte ich meinen Internetanschluss vielleicht nicht nehmen, weil es einfach schlecht läuft. Sind alle die in dieser Matrix dann rot sind. Das ist über 50 Millisekunden Verzögerung. 50 Millisekunden Verzögerung ist einmal quer durch Europa und zurück. Ich selber habe von mir in die Niederlande, also Schweiz, Niederlande, gab ich 12 Millisekunden Verzögerung. Wo kommen diese 50 her? Langsame Leitungen, überlastete Leitungen oder geht es irgendwo über London? Wir wissen es nicht. Schaut euch das mal an. Das ganze Peering-Technische kann man sich vielleicht dann auch selber aufbauen. Wir haben in der Schweiz den Swiss AX. Wer kennt den Vienna X hier? Jemand? DECX kennen alle, oder? Community IXPs gibt es viele. Ein Internet-Exchange, den wir in der Schweiz schon viele Jahre haben, ist das Swiss AX. Relativ einfach. Du nimmst einen Internet-Exchange, wo du einen Switch hinstellst, Rechenzentrum, du kaufst Equipment, du kriegst eine Leitung zum nächsten Datacenter, stellst wieder einen Switch hin, jeder Provider kann sich verbinden, du zahlst eine Mitgliedsgebühr oder eine Portgebühr jedes Jahr, weil es gibt ja Unterhaltskosten und das läuft. Wir haben uns jetzt aufgrund diverser Entscheidungen mal dazu entschieden, dass wir in der Schweiz einen neuen IXP aufmachen. Den CAX, das heißt auch wieder das gleiche Spiel. Man gründet einen Verein, man braucht irgendwo ein bisschen Rackspace, man kauft sich einen Switch. Wir haben hier jetzt einen Nexus-Switch gekauft, das ist ein Switch von Cisco, den man recht günstig gebraucht kriegt. Dann brauchst du irgendwo IP-Adressen, gehst du RIPE, hallo RIPE, wir haben da einen neuen Verein. Wir haben aktuell noch keine Route-Server. Route-Server sind relativ ein praktisches Werkzeug. Peering hat ein Komplexitätsproblem. Wenn ich zwei Provider verbinden will, wie viele Verbindungen brauche ich? Eine. Bei zwei Providern verbinden ist es einfach. Wie viel brauche ich für vier Provider? Sechs Verbindungen. Das heißt, es geht exponentiell hoch. Irgendwann hast du, wenn du hunderte Peers hast, gibt es ein Problem, dass einfach die Komplexität und die Wartung extrem kompliziert wird. Neuer Provider verbindet sich zum Internet Exchange, 150 Leute oder 150 System-Admins müssen was ändern auf ihren System, sonst peeren sie nicht mit dem neuen Peer. Also gibt es etwas, das das automatisiert, das ist ein Route-Server. Jeder verbindet sich einmal zum Route-Server, vielleicht gibt es noch einen zweiten für Redundanz. Und gut ist. Bei einer kleinen Größe ist es zu viel Komplexität, wir lassen das aktuell weg. Was wir aktuell ein bisschen auch angehen werden, wir wählen weitere POPs. Der CAX muss nicht nur in der Schweiz bleiben, das heißt, wir diskutieren jetzt auch so ein bisschen, dass wir auch ins Ausland gehen, zum Beispiel nach Österreich, nach Deutschland wollen wir uns auch einen kleinen Switch hinstellen. Und wir werden da auch dafür sorgen, dass Community mehr Bandbreite kriegen. Wer kennt den Community AX aus Berlin? Yay! Wir haben auch einen Community AX in der Schweiz. Der ist relativ klein, da gibt es einen Sponsor, da gibt es, glaube ich, 5 Teilnehmer. Müssen wir mehr machen? Mehr Projekte, die da gefördert werden? Mögliche Standorte dafür, die wir momentan haben in der Schweiz, sind ein paar Rechenzentren. Wir haben ein paar Leute, die über DSL mit uns peeren. Wir haben ein paar Leute, die über Glasfaser mit uns peeren. Also es gibt, jeder von euch kann selber
Internetprovider sein. Jeder von euch kann selber eine LIA sein. Wir sind in Winterthur in der Schweiz, wir sind zurzeit in diversen Glasfasernetzen, wir sind in Kloten, das ist, wo der Zürcher Flughafen ist, für die, die die Schweiz noch nicht so kennen. Ja, vielleicht kommen wir nach Österreich, vielleicht kommen wir nach Deutschland. Wer Interesse hat, ein bisschen Sachen, die wir noch zu tun haben. Es gibt Software. Es gibt, hier kennt jeder das Engel-System, auch wenn das ja irgendwann auf Microsoft SharePoint umgestellt wird, habe ich gehört. Jeder hat sein eigenes Tool. Internet-Exchanges haben ein Tool namens IXP Manager. Gleiches Problem, du brauchst immer wieder Maintainer dafür. Unsere Webseite sollte mal wieder ein bisschen aktualisiert werden. Wir brauchen mehr Peers, mehr Provider aus der Schweiz, vielleicht Provider aus Österreich. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich den Switch mal sprengen von der Größe. Das ist so ein kleiner 1U-Switch, der hat auch beschränkte Möglichkeiten. Oder vielleicht als To-Do heißt es, hey, wir sind in Salzburg, wir wollen einen zweiten Internet-Exchange in Salzburg oder irgendwo in Österreich. Ja, dazu vielleicht noch bezüglich Kontakten. Wer sich zu dem Thema ein bisschen mehr damit auseinandersetzen will, ich bin auf der unteren Seite. Twitter-Handle ist klar. Und wer verwendet hier Matrix? Nur die Hälfte. Verwendet mehr Matrix. Verschlüsselt eure Kommunikation besser. Ja, da gibt es dazu Fragen. Jo, Mikrofon zuerst. Was sind jetzt so ganz grob die Kosten, wenn man damit rechnen kann, wenn man so einen Internet-Exchange machen würde? Wenn man, oder was bei euch die Kosten hat, die bis jetzt? Das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben den Switch gekauft. Was ist das Komplizierte an diesem Switch? Ihr wollt zwar den Leuten ja bis zu einem gewissen Maß vertrauen, aber so ganz wirklich traut ihr den Leuten nicht, weil es passieren Fehler. Leute hauen einen Router hin, da sind mehrere IP-Adressen rein. Leute verhauen sich mit den IP-Adressen. Leute machen Protokolle, die kaputt sind. Es gibt Loops, es gibt jede Menge Sachen am Switch. Ihr habt alle schon mal das Kabel doppelt eingesteckt in dem dummen Switch. Ihr wisst alle, dass das Netz dann kaputt ist. Wollt ihr das bei einem Internet-Exchange? Ich meine, das ist nicht nur ein Hobby. Das Internet ist produktiv. Da hängt wahrscheinlich euer Job dran, dass euer Netzwerk läuft. Ihr wollt damit nicht rumspielen. Also braucht ihr einen Switch, der gewisse Sicherheitsfeature hat. Dass zum Beispiel an einem Port nur eine MAC-Adresse dran ist. Ihr wollt nämlich nicht, dass jemand einen anderen Switch dranhängt. Ihr wollt, dass die Leute in den Router dranhängen. Das heißt, eure Ausgabe, die ihr sicher mal machen müsst, ihr müsst einen Switch kaufen. Ich bin hingegangen und habe einen Nexus 3000 gekauft, den kriegt man für 2000 Euro nachgeschmissen. Es gibt ein paar Einschränkungen davon, der macht, glaube ich, bei den Features, die wir aktivieren, bei so 10, 20 Gig etwas schlapp. Dafür, dass das 10 Gig Ports sind, ist das ein bisschen wenig. Aber er hat all diese Port Security Features, dass man keine Protokolle raushaut, die man nicht soll und so. Sondern es ist nur erlaubt IPv6, IPv4, ARP und Neighbor Detection für IPv6. Das ist alles, was einem Internet Exchange erlaubt ist. Das müsst ihr auf dem Switch irgendwo sicherstellen. So, das habt ihr einen Switch gekauft, das ist eine einmalige Ausgabe, ihr solltet vielleicht noch ein bisschen Spare haben. Ein Laser braucht ihr für die Glasfasern, ihr braucht irgendwelche Glasfasern im Datacenter und ihr braucht Strom. Der Rest ist, werden Engel bezahlt? Nö. Ich glaube, die Leute beim Internet Exchange werden außer bei einem kommerziellen auch nicht bezahlt. So gesehen, das sind die Ausgaben, die man hat. Könnt ihr machen. Ihr könnt theoretisch einen Internet Exchange, wenn ihr drei Freunde seid, in dem Rechenzentrum nebeneinander und jeder hat NAS, dann macht einen auf. Peert mehr. Bleibt der Traffic lokal. Bei drei lohnt es sich vielleicht noch nicht ganz, aber bei fünf. Ja. Weitere Fragen? Wie konkret macht ihr dann die Anbindung bei eurem Exchange? Also lasst ihr tatsächlich Kabel legen oder mietet ihr ein Kabel an oder macht ihr es dann über das Netzwerk von wieder einem anderen Provider? Oder wie kommen die Peering-Partner zu eurem Exchange? Beim
Beim Rechenzentrum ist es sehr einfach. Aktuell ist es so, du zahlst ans RZ für die Verbindung. Langfristig hoffen wir, dass die Rechenzentren uns das Kabel sponsern. Das heißt, du hast bei dir normalerweise in deinem Rack ein Patch-Panel, du bestellst eine Verbindung zu uns. Je nach Rechenzentrum zahlst du einmal für Setup und dann nichts mehr. Bei anderen Datacentern zahlst du einmal für Setup und monatlich. Bei den dritten zahlst du, glaube ich, mit Blut zu Tintenpreisen. Ich glaube, die Firma ist irgendwas mit E oder so. Ich will da keine Namen nennen. Ja, das ist eigentlich das. Wenn du aber jetzt bei uns zum Beispiel ein kleiner Provider bist, der irgendwo auf einer Glasfaser von dem Fiber-to-the-Home-Netzwerk im Keller dein AS hat, und ja, so haben wir heute früher viele Hosting-Provider angefangen, dann sprich mit uns. Es gibt immer Möglichkeiten. Wir wollen, dass mehr gepeert wird, weil es für uns einfach seit Snowden und den ganzen Thematiken, Traffic soll lokal sein. Hey, weniger Latenz, weniger Abhörpotenzial. Weitere Fragen? Und sonst meldet euch direkt bei mir.